Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Heute ist wirklich ein traumhaft schöner Tag, deshalb habe ich mich entschieden, für euch ein Video zu machen. In heutigen Video geht es, ich weiß nicht, ob ich es Kampfkunst, Kampfsport oder eine wilde, brutale Schlägerei nennen sollte, aber am besten siehst du selbst im Video. Viel Spaß. Das heißt, Calcio Storico Fiorentino ist ein altes, historisches Fußballturnier, an dem alle historische Stadtteile von Florenz teilnehmen. Ich weiß, beim ersten Hinschauen sieht es aus wie ein Hooligan aufeinandertreffen, aber es handelt sich um das brutalste Mannschaftsspiel überhaupt. Ja? Jeder Stadtteil bildet eine Mannschaft mit dazugehörigen Farben, eigentlich zu jedem Stadtteil. Man spielt zwar mit einem Ball wie beim Fußball, aber es ähnelt eher einem Rugby, ja? Auch wenn ich persönlich würde sagen, dass Rugby sogar noch harmlos dagegen ist. Die Spieldauer ist jeweils 50 Minuten und das Fußballspiel ist mit Sand ausgeschüttet. Ja? Das Calcio Storico geht sogar auf das Jahr 1530 zurück, als Florenz von Karl V. besetzt war. Ja? Das heißt, das erste Spiel war als Provokation gegen den Feinden gedacht eigentlich. So Leute, im Jahr 1930 organisierte man zu 400. Jahrestag der Belagerung von Florenz den ersten, so quasi das erste Spiel von allen vier Stadtteilen von Florenz. Es spielen zwei Mannschaften mit 27 Spielern auf eine eigentlich sehr brutale Art und Weise gegeneinander und versuchen, den Ball in das Netz des Gegners zu bringen. Diese Spieler, oder ich würde es eher nennen, diese Fighter, bereiten sich sehr präzise und die nehmen das wirklich sehr ernst. Ja? Dieses ganze Spiel oder dieses ganze Turnier am Anfang schaut uns eher wie ein Fußballtraining aus, aber es wird dann immer brutaler und brutaler. Ja? Und wenn du dann genau hinschaust, siehst du das dann eigentlich richtige Fighter. Auch wenn bei manchen schauen das wie eine wilde Schlägerei aus. Aber für die Leute ist das was ganz Besonderes. Deshalb wollte ich euch das heute auch vorstellen. Weil man sieht, dass danach kann man auch richtige Kampfkunst Techniken oder Kampfsporttechniken sehen oder beziehungsweise man sieht, dass sie zu Einsatz kommen. Ja? Meistens ist das ohne Schutzausrüstung. Ja? Dabei sind Schläge, wie man sieht, Tritte, einer gegen mehrere Gegner und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, die Fighter schenken sich überhaupt nichts. Mir persönlich erinnert es auf alte Vale Tudo, wo auch alles erlaubt war. Ja? Aber es sollte jeder für sich entscheiden. Auch wenn es bei manchen wie eine wilde Schlägerei aussieht, ohne sich richtig auszukennen, ich glaube, dass da steckt viel mehr dahinter. Ich weiß, Leute, für manche ist das eine unnötige, brutale Schlägerei, aber für diese Menschen ist das was ganz Besonderes. Für die ist das einfach ein historischer Akt. So, Leute, und wenn es den Leuten Spaß macht, dann sollen sie sich einfach auf die Birne hauen, ja? Ich finde es immer noch besser, wie irgend diese, wie heißt das in Spanien, wo die Stiere gegen die Stiere kämpfen, diese Stierkämpfe, ja, weil da werden die Stiere ungebracht, auf brutale Weise getötet, ja, und das passiert halt bei diesem Spiel nicht, ja. Es ist zwar brutal, es sieht ziemlich brutal aus, die kämpfen gegeneinander, aber danach gehen die Leute feiern, trinken, umarmen sich und dann passt wieder alles, ja. Das heißt, ja, jeder sieht das anders, ich wollte euch das unbedingt vorstellen, weil ich habe das schon vor Jahren gesehen und da habe ich mir gedacht, mein Gott, was ist das? Es ähnelt zwar den Rugby, aber es ist viel, viel brutaler. Da sind Tritte, Schläge, Ellenbogen. Die Leute haben Zahnschutz, keine Handschuhe. Ne? Das ist richtiger Wahnsinn wie irgendwelche Gladiatoren. Ja? Und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich euch auch sowas vorstelle. Es hat nicht wirklich mit Kampfkunst oder Kampfsport zu tun, aber ich wollte euch das trotzdem zeigen. Das heißt, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei diesem kurzen Video. Habt ihr wieder was Neues zu Gesicht bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte Daumen nach oben und wir sehen uns wieder in dem nächsten Video. Macht's gut, euer Marek. Ciao.